gibt aber auch eine Öffentlichkeit und Teile der Bevölkerung, die sagen, oh, so Sätze wie wir drehen da jeden Stein um, das klingt mir zu sehr nach Stasi. Sowas will ich eigentlich nicht, wir haben hier Meinungsfreiheit. Ja, die gilt auch nach wie vor. Die werde ich natürlich als Verfassungsministerin als erstes achten. Die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das ist für mich sehr wichtig. Die wird auch überhaupt nicht angetastet durch diesen Plan gegen Rechtsextremismus. Aber diejenigen, die unseren Staat missachten, die Menschen missachten, die hier in unserem Staat leben, die seit Jahrzehnten unseren Staat mit aufgebaut haben, die spüren eben auch, wenn sie unseren Staat hier überwinden wollen, die volle Härte des Rechtsstaates. Von Anfang an unseres Bestehens bis zum heutigen Tage. Wir haben das getan, um alle Unzulänglichkeiten, manchmal von ganz kleinen Dingen nur bis zu den größten, haben wir gemeldet. Wir haben die ganze aufgezeigt, die Schwierigkeiten, die entstehen mit der Republikflucht.